Das sind so Puzzle, die komplett weiß sind. Also, ganz komisch. Da bewegt sich was in dem Bild. Fleeting Thoughts on a Moonlit Night. Eigentlich ein ganz schöner Titel. Das war sowas von klar. Diary. It said that spirits dwell in objects into which people... Okay. Das hatte eigentlich sowas von gar keinen Sinn. Mir macht diese verdammte Spiegelkacke verdammt viel Angst. Boah, die Statue blockiert den Weg. Puh. Okay, das Schotten soll das tun. Da muss aber die Statue vorhin geklopft haben. It's locked. What's the story with this panel here? We can't... getting any ideas. Let's look around some here. Okay, hier muss irgendwas... Was ist das hier? Ein Text an der Wand. Was? Wie ist der Titel... Was? Wie ist der Titel des Bildes im langen Flur, im großen Flur der Guatenas Ausstellung? Das große Fischgemälde, oder? Deep. It was just one word. It, come on, remember. Of the deep? What of the deep? War's Realm oder Abyss? Oder war's ein Wort, das ich nicht kenne? Yes, that was it. Abyss of the Deep. Bist du da sicher? Ich bin mir da nämlich nicht so sicher. Cool. Oh Gott. So hat man irgendwie Angst. The woman here. Die Frau mag es, er liebt mich nicht zu spielen. Trennung. Was? Die Lichter? Ich kann nicht sehen, es ist zu dunkel. Ed, wo bist du? Ist gut zu hören. Bleib hier bei mir. Ein Feuerzeug. Was? Was? Hä? Hilfe, nein. Stopp. Was ist das? Don't kill me, don't. Ich glaube nicht, dass das gut für meine Mentalität ist. Raus hier. A notice to all visitors, there is a strict ban of on fire starting implements in the gallery. Krass. Krass. Das eben hat eben, da steht genau das, was wir gerade eben getan haben, dass wir Feuer gezündet haben. Was? No fire, no fire, no fire steht im Spiegel. Alter, das ist krass gemacht.
Das gefällt mir. Obwohl es mir gerade schon wieder eiskalt in den Rücken runterläuft und diese Fußspuren wollen mir nicht gefallen. Und wer bist du? Wow, bist du okay? Warte! Hey, bist du... Bist du einer der Besucher aus der Galerie? Wie ich es mir dachte. Ein weiterer Überlebender. Oder Überlebende. Ich bin Gary und das Mädchen hier ist Ip. Wir waren in der Kunstgalerie. Aber dann fanden wir uns komischerweise an diesem verschwundenen, an diesem komischen Platz hier. Jetzt versuchen wir einen Weg herauszufinden. Ich denke, du tust dasselbe, oder? Ich wollte nachsehen, ob hier noch jemand ist. Ich wollte raus, also... Ja, wusste ich's doch. Wir könnten uns ja zusammentun, hä? Es ist gefährlich, hier alleine rumzulaufen. Hier passieren verdammt viele merkwürdige Dinge, weil so viele komische Kreaturen hier herumlaufen. Würdest du mit uns kommen? Ich denke, das ist das Beste, wenn wir zusammenbleiben. Okay. Was ist dein Name? Wie ist dein Name? Mary. Mary, then. Schön, dich zu treffen. Yo. Nice to meet you, Ip. Schön, dich kennenzulernen. Nice to meet you, too. Tschii. Okay. Dann können wir ja weitergehen. Yay. The Force of Krevel. Die muss doch aber auch Rosen haben, oder? Candy, given by Carrie. It says lemon flavor. Ja, genau. Hat sie auch Rosen? Sie hat eine gelbe Rose. Ja, sicher aufbewahren, weil sonst sterben wir, ne? This rose is red, my rose is yellow. Ich mag gelb, aber ich mag auch pink und, oh, blau. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie nervt. Which one could it be? Welches kann es sein? Das ist auf die Tür bezogen. Blumen der Eifersucht. Wir speichern mal ab, weil wir haben ja eben abgespeichert. Verschlossen. Hasen. Red Eyes. Rote Augen. Diese Zeichnung, dieser Raum. Sie findet es süß, während er da irgendwie beunruhigt ist. Also mich beunruhigt dieses Bild auch irgendwie. Pinke Hase, rote Augen, passt nicht zusammen. What about you? Not sure. In diesem Raum. Ruine des Herzens. Okay. Violet Key. Gut. Da kommt irgendwas raus. Kommt immer näher. Oh. Da kam was aus dem Boden. Schlecht. Weg vom Gemälde! Ip, pass auf! Oh nein. Wir sind getrennt. Seid ihr beiden okay? Das macht mir Angst. Ip, are you hurt? Nope. Gut. Ich kann nicht zu euch. Vielleicht kann ich es runterschneiden, aber... Was ist das? Sie sind aus Stein. Was soll ich tun?
irgendwie, ich vertraue der Mary nicht. Auch weil Mary so ein typischer Name für einen Horrorfilm ist. Also so Bloody Mary, ne? You know. Hm, ich frage mich, ob das... Ich frage mich, ob ihr beiden... Ich weiß nicht. Aber was sollen wir sonst tun? Ja, genau, was sollen wir sonst tun? Also, ab durch die Tür. Und hoffen, dass Gary noch dann da ist. Oh, holy fucking shit. Headless Statue. Haben wir jetzt? Wir haben irgendwie so ein. Ja, hat sie jetzt uns doch verarscht oder was? Die ist einfach nur scheiße. Ich mag diese Mary nicht. Es war so klar, dass wir jetzt nicht mehr zurück können zu Gary. Das geht nicht. Ja. Bewegt sich kein Stück. Was sollen wir jetzt tun? Wir können nicht raus. Das Rotes ist hier Clown. Wow. Der Clown hat seine Ausbildung. Ich will, dass du Spaß hast, Ib. Komm in eine Spaßwelt ohne Erwachsene. Wir werden zusammen sein. Du und ich und unsere Freunde. Ja, du Clown. Was Gary macht. Wir haben ihn zurückgelassen. Ich darf Gary spielen mit 10 blauen Rosen. Geile Idee. They're taking their time. I wonder. Sie lassen sich Zeit. Ich frage mich, ob etwas passiert ist. Ib! Mary, könnt ihr mich hören? Nicht gut. Ich wusste, ich hätte sie nicht alleine lassen sollen. Was soll ich tun? Ich denke, ich muss den Raum hier nochmal untersuchen. Auch wenn ich es hasse, da wieder zurückzugehen. Was zur Hölle ist mit diesem scheiß Raum passiert? Also das Häschen war echt süß. Wristwatch, ah, eine Uhr. It stopped ticking since I coming to the gallery. Later, after years of use, it's running low on oil. Red eyes. No matter how I look at it, this is not cute. Hier kommt bestimmt gleich irgendein Schocker. A disturbing doll. Komm mal raus. Ich hab echt Schiss vor dem Raum, ey. Okay. Ach, ich verstehe. Auf diesen roten und blauen Rosen, die da in diesem Eck sind, mit diesem grünen Rahmen, da kann ich die Charaktere wechseln. I see. Hier ist kein Ausgang. Keinen Sinn. Was ist das hier? Was ist das auf dem Boden? Okay. Wir probieren mal ein bisschen aus. Okay.
Okay, dann machen wir das aber jetzt gleich nochmal. Ich habe ja gespeichert. Ich bin ja Gary. Dann ziehen wir hier. I see. Ich verstehe. Da kann ich ja jetzt rübergehen, oder? Ja. Let's not open the box. Etwas bewegt sich darin. Okay. Hey, Ip, kann ich dich etwas fragen? Ist Gary dein Vater? Also muss dein Vater irgendwo anders sein. Ich verstehe. Ist deine Mutter nett, Ip? Ja. Das ist schön. Du willst deine Eltern bestimmt bald wieder sehen, oder? Ich will auch hier raus. Hey, Ip, wenn wir zwei von uns hier rauskämen, was dann? Oh. Ich habe da so eine Ahnung, dass das irgendwie ein Spiel mit mehreren Enden ist, wie das für ein RPG-Maker-Spiel eigentlich normal ist. Aber ich würde ungern. Ich gehe mit Gary. We'll get out again. Mary ist pissig. Da will ich noch nicht rein. Okay, machen wir mal weiter mit. Nein, wir machen noch nicht weiter mit Gary. Wir suchen uns. Himmlische Bedrohung. Telltale. Selbstlose Wache. Nein, das Bild habe ich zwar noch nicht gesehen, aber das war bestimmt was wir mit Gary lösen mussten. Die letzten Tage eines Mädchens. Eines Tages, once upon a time, wie heißt es? Es war einmal ein kleines Mädchen. Das Mädchen ging mit ihren Eltern in eine Kunstgalerie. Aber plötzlich merkte das Mädchen, dass sie verloren war. Das kommt mir sehr bekannt vor. Sie durchsuchte die Galerie, aber niemand. Aber sie fand nichts. Weder ihre Eltern noch den Ausgang. Verängstigt, hilflos, alleine, hungrig und durstig. Fiel sie und verletzte sich selbst. Ihr Körper stieß bis ans Limit. Die letzte Seite hat ein Bild von einem zusammengebrochenen Mädchen. The Lady in Red. It was said that he based this on a love.